Ja, weiter geht's, weiter geht's. Wir haben ja gerade zuletzt hier rewired und jetzt wollen wir hier noch rewiren. Hier ist noch ein Item. Wieder mal so ein ID-Tag. Super cool. Kann mir nichts Schöneres vorstellen in meinem Leben. So, und was hast du zum Geburtstag bekommen? Ein ID-Tag. Yay, ein ID-Tag. Hey, lass uns doch ID-Tags tauschen. Ich habe mein ID-Tag-Album. So, von einer Rewire-Station zur nächsten. Das ist der Plan. Wenn man bei dir überhaupt Türen öffnen kann. Wäre ja gelacht, wenn nicht, ne? Tatsächlich gibt es hier einen Door Access, allerdings ist der schon rewired. Das ist nämlich dasselbe. Das ist nämlich dieselbe Tür, wenn ich das gerade sehe. Nein! So. Da kommen wir nämlich nicht durch. Moment, 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 Moment. Sieht aus, als wäre das versiegelt und wir bräuchten die Iron Torch. Dies ist ein Fall für die Iron Torch. Yes! Okay. Dann haben sie es ja doch ganz cool gemacht. Oh, ich höre das Alien in der Nähe. Ah, stimmt. Hier auf der Medizinstation, da haben wir anfangs, haben wir wirklich lange gebraucht, bis wir das Alien losgeworden sind. Das war das erste Mal, glaube ich, wo uns das Alien halt schon sehr stark, ja, auf den Sack gegangen will ich nicht sagen. Das Alien hat uns in Atem gehalten. In Atem gehalten ist, glaube ich, ist ein cooler Ausdruck. Hab mir übrigens vorher mal ein Bier gegönnt. Ich drehe die Flasche auch so, dass ihr die Marke nicht sehen könnt. Nicht, dass nachher ist hier, hier, die Gott-LP macht Product Placement, ja. Ja, ich und meine 13 Abonnenten, wir machen, sind halt ganz hart im Product Placement Geschäft. Aber Spaß ist ja, wenn man trotzdem lacht, ne? Nein, Quatsch. Ich betreibe den Channel ja auch hauptsächlich hobbymäßig. Und alles andere, was sich ergibt, ergibt sich. Und wenn nicht, dann bin ich halt nicht böse drum. Mich geht's ja darum, eine schöne Zeit zu haben. Und die Idee am Let's Playen hatte ich ja, als eine Kollegin von mir mal meinte, boah, du musst echt immer beim Spielen quasseln. Du kannst nicht einfach mal beim Zocken die Klappe halten. Und ja, nee, kann ich leider wirklich nicht. Und deshalb, ja, dachte, versuchst du mal dein Glück, ne? Mehr als schief gehen kannst du ja nicht. Genau, hier haben wir alles in Brand gesetzt. Ist schon ganz lustig, dass es hier mittlerweile immer noch brennt, beziehungsweise dass die Station noch nicht abgebrannt ist. Die Tür wird jetzt hier nicht aufgehen, nehme ich mal an. Nö, die Tür wird nicht aufgehen. Das habe ich richtig angenommen. Dann gucken wir mal. Die Alternativroute ist natürlich der lange Weg. Okay. Kein Alien weit und breit. Ich renne jetzt auch so lange, bis es Piep macht. Oha. Habe ich ja gerade einen Androiden gehört. Ich renne, bis es Piep macht und der Android don't run. Ja, das ist halt wieder sehr schöne. Ja, Slapstick will ich nicht sagen. Ja, es ist halt sehr komödiantisch gerade. Gucken halt mal. Ah, hab ich gesehen, fuck. Hat er mich gesehen? Nein! Ah. Ja, okay, er hat mich gesehen. Was soll ich da machen? Ja, das war knapp, Beam.
Finde ich auch, aber das war es halt auch wert. Oh fuck. Wir haben das Alien gar nicht getroffen mit dem Flammenwerfer gerade. Okay, das Alien war jetzt sehr hartnäckig. Wir haben ungefähr 100 Flammenwerfer-Sprit verbraucht. Ist nicht so geil, wenn wir ehrlich sind. Hätten wir, glaube ich, eher besser sterben können. Oh, okay. Habe ich nicht drauf geachtet, habe ich nicht drauf geachtet. Scheiße. Tja. Prost. Gut, da haben wir wieder was dazugelernt. Also Rennen ist halt wirklich anscheinend nicht die Lösung. Genau, der Android kann nämlich genau auch, als wir um die Ecke gebogen sind. Das heißt, wir rennen diesmal nicht. Wir werden den Typ nach der Möglichkeit mit dem Stab von hinten grillen. Andererseits sind die mit der Plastiktüte über dem Kopf. Ich weiß nicht, ob... Ah, oh, er steht genau in meine Richtung. Genau in meine Richtung. Ich kann da gar nichts machen. Das heißt, wir können das gar nicht so wirklich... Das finde ich halt immer so ein bisschen schade, wenn man es nicht umgehen kann, sage ich mal. Beziehungsweise wir könnten halt gucken, bis er jetzt... Wir könnten gucken und hoffen. Fuck. Ne, er sieht mich halt wieder. Moment, wir machen das so, wir locken ihn hier in die Richtung. Ja, links antäuschen, rechts vorbei. So. Okay, und dann versuchen wir einfach hier durchzusprinten, sodass er einfach unsere Pferde verliert. Müsste geklappt haben. Ich denke nicht, dass er uns da jetzt folgen kann. Oh Mist. Ich bin so ein schlechter Kartenleser. Oh. Das ist nicht mal mehr lustig. Ah, hier waren wir auch schon. Da war auch vorhin ein Android mal aktiviert. Okay, das ist aber der falsche Raum. Haha. Allerdings ist da hinten ein Speicherpunkt. Wir lassen es mal soweit gut sein und kümmern uns wirklich nur um den Speicherpunkt. Ja, gut. Na? Also falscher Raum, dann gehen wir doch in den richtigen Raum. Fällt mir, ich habe immer noch nicht den Ex-Tuner Nummer 3, ne? Oh, vielleicht bringen wir es Version 3. Okay. Damn, my Ex-Tuner isn't powerful enough. Ja, my Ex-Tuner. Okay, jetzt muss ich das Upgrade hier finden. Ja, gut, das war ja jetzt... Ist ja klar, ne? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, ich hör's, ich hör's, ich hör's.
immer noch warten mit dem Tunen. Okay. Oha, okay. Wir haben weniger Zeit und mehr Symbole. Und ich höre das Alien. Komm, 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 mach auf, mach auf, mach auf, mach auf. Los, du auf! What about you? Jetzt ein bisschen plötzlich da. Okay, okay, ich dachte wirklich, sie benutzt das Ding jetzt, um von der Sevastopol wegzukommen, aber Ricardo, can you hear me? Anscheinend war das ein Kurzstrecken-Shuttle oder so. Aber wir sind in einem völlig neuen Gebiet. Das ist ja Schneis. Schneis, Schneis. Ich hätte ja gesagt, vielleicht sind ja erstmal keine Aliens mehr, allerdings. Wir haben ja gesehen, keine Aliens sind auch keine Lösung, ne? Eigentlich waren die Aliens schon das Coolste hier an dem Spiel, muss man einfach mal sagen. Als Alien halt weg war, hat man halt gemerkt, wie halt das Game halt so ein bisschen nachlässt. Das war jetzt fies. Seht ihr diese beiden Dinger da, die da links und rechts eingegangen sind? Die von den Köpfen her hätten das fast Alien-Köpfe sein können. Richtig gemein. Richtig gemeines Design. Da haben die sich schon was bei gedacht. Ist aber, wo ich mich freuen würde, Flammenwerfer-Munition. Kamera. Ich kenne das schon. Dann stellst du den Strom wieder an und dann sind die blöden Kameras wieder an. Das wollen wir nach Möglichkeit vermeiden. Nee, ich dachte auch irgendwie schon vor 2-3 Spielstunden, dass wir so langsam mal zum Ende kommen, weil kein Alien mehr und nichts. Und jetzt suddenly Alien. Allerdings haben wir gerade erst das dritte Upgrade zum Axis-Tuner gefunden. Und da gab es ja noch einige Sachen, die wir tunen konnten. Oh ja, bitte, oh ja, Flammenwerfer-Munition. 25, ja gut, wenigstens 50 ist besser als nichts, ne? Sind wir fast wieder auf 300. Das geht schon klar. Ein LM-Link. Signal detected. Marlo, Hayes says you just picked up some kind of signal. I've got Luis trying to decode it now. Could be the Nostromo. Want to come up, see for yourself? Okay, das ist halt anscheinend das Signal, das er bekommen hat, bevor er das Alien an Bord geholt hat. Technicians Report, 10, 24, 21, 73. Marlo, I just had to do so much neat work in the sublight engines. The old girl was complaining so loudly, I'm surprised something didn't fall off during the last jump. Everything's holding together now, but she'll need a full overhaul soon. Not just for the core systems. We keep pushing her like this, and we're gonna end up being the only savage cure hitchhiking through the deep space.
It's gonna be an expensive job, so let's hope you're right about that beacon. It could be our last chance for a decent paycheck. Anyway, I had to reserve the door key code afterwards. The new one is 4510. Schreiben wir uns auf. Ja, im Endeffekt geht's darum, dass halt ganz dringend das Ding gewartet werden muss, weil das alte Teil halt sonst den Leuten in die Luft fliegt. Oh, ich hab's gerade wieder so crappy vorgelesen. Es tut mir einfach leid, live zu lesen. Es geht halt gar nicht. Im Englischunterricht war ich echt immer gut im Lesen. We're outside Sevastopol. Milo and Foster woke up first. She looked terrible. Meeks and me are about to take a shuttle to the station. But well, this has got to break quarantine procedures, right? It's Milo's ship. She's Milo's wife. And things got heated. And Meeks got a bloody nose. So, I don't know. Maybe the doctors will give her the all clear and things can get to normal. But if they sniff it out when we get on board, I don't want any part of it. Milo doesn't pay nearly enough for that kind of noise. Ah ja, okay, es geht wohl darum, dass der Marlow das Schiff wohl ein bisschen wie seine Frau behandelt. Also es ist wohl seine Frau, er sieht es wohl so. Das ist ganz nett. Okay, was passiert, was passiert? Und jetzt? Was tue ich jetzt? Ah, okay. Konsole fährt hier noch hoch. Nice. Ich glaube, da habe ich mich noch nie verdrückt bei dem Minispiel. Wirklich so aus, als würde das Ding hier beinahe auseinanderfliegen. Got the Unisaurus basic power systems back online. Door should be open. Hopefully some light. Still no sign of Marlo. Hey, Ripley. Welcome to the Unisaurus. Marlo? Where are you, Marlo? Hey, just went to the power back on. Stayed me a job. I only needed it offline temporarily. I had some. Okay, ja, im Endeffekt haben wir jetzt Marlos Drecksarbeit gemacht. Und ja. Sind jetzt auf der Suche nach Marlo. Okay, Marlo, du Arschloch. Ich werde dich töten. So, das ist ein Radio. Hier haben wir ein Terminal. Ja, dann macht euch bereit für noch mehr schlecht vorgelegen. Wir lesen es Englisch. Whatever it was that attached itself to Foster is dead. I found it on the floor by her bed, all curled up like a spider. Foster said she felt fine, but I insisted on putting her into hypersleep. That thing must have done something to her, but maybe I can slow the process. Sevastopol is the nearest station, so I'm going to get her checked out. Quarantine will be a problem, but I figure the Nostromo flight recorder maybe will ticket it in. Whatever we have to do. Ja, es geht halt darum, dass die eine Frau, die infiziert wurde von einem Facehugger, also diese Foster, dass das Vieh halt tot ist, was sich an sie dran geknöpft hat, also diese Hugger. Und dass sie halt, dass sie jetzt in Hyperschlaf ist und sie jetzt versuchen auf die Nostromo zu kommen. Anisadora, this is Marshal Waits of Sevastopol.
Officially, I should deny your request to dock. Sevastopol is currently being decommissioned, and I can't compromise security for unscheduled vessels. However, in the light of the property you found, I will allow a small number of your crew to dock via a short-range shuttle. I must remind you that Sevastopol is entitled to a cut of any reward for return of said property once it's on station. Let me know your decision. Wait's up. Okay, in der Nacht ging es halt darum, dass dass dem Schiff jetzt erlaubt wurde, mit einer kleinen Crew an Bord zu gehen. Also sie wollten ja, sie mussten ja die Foster aus dem Überschlaf auf die Ambulanzstation bringen. Erlaub, was du erlaubst, das werden wir noch sehen. Denn ich habe einen Flammenwerfer. Rate mal, du hast keinen Flammenwerfer. Glaube ich, hoffe ich zumindest. Dann speichern wir doch mal. Das wäre auf jeden Fall an der Zeit.